einen Mannschaftsteil zu schieben. Ich denke, dass wir recht hart trainiert haben und ab und zu fehlt dann eben noch das kleine bisschen Wachsamkeit, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn der Gegner auch schnell spielt, dass man dann noch nicht so konzentriert ist. Ich hoffe und bin auch fest davon überzeugt, dass es in anderthalb Wochen besser sein wird. Glauben Sie, dass das 2:2 für die Mannschaft wichtig war, vor allen Dingen, wenn es ans Selbstbewusstsein geht? Ja, man hat da gesehen, wir konnten einen Rückstand aufholen. Ich glaube aber auch, dass wir es verdient gehabt hätten, in Führung zu gehen, weil wir in der ersten Halbzeit recht gut gespielt haben und ich glaube, dem Gegner auch nur eine Chance gelassen haben. Zuschauer waren zwischendurch, am Anfang waren sie sehr euphorisch, zwischendurch kamen dann schon wieder die ersten Pfiffe und ein bisschen, wir wollen euch kämpfen sehen. Ist das normal? Das weiß ich nicht, das wissen Sie besser als ich. Ich habe ja schon länger hier jetzt nicht mehr gespielt, aber ich glaube, dass die Zuschauer schlussendlich auch recht zufrieden waren, weil sie ein attraktives Spiel gesehen haben. Wir haben natürlich jetzt eine Spielweise, die recht risikoreich ist. Darüber muss man sich bewusst sein. Und anders geht es aber auch nicht. Wenn man Gastgeber bei einer WM ist, dann will man ja nicht nur hinten drin stehen und den Gegner kommen lassen. Ich denke, das wollen die Zuschauer auch nicht. Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie das Risiko minimieren können. Dankeschön. Tja, und ich glaube, dass die Zuschauer aber hier sogar heute schon ein kleiner Faktor waren. Denn das gab die Phase, als die deutsche Mannschaft doch ein bisschen am Boden war nach dem 0-2. Da ging nicht mehr viel. Und da gab es dann doch sehr viele, die nicht nur sie angefeuert haben, indem sie gerufen haben, wir wollen kämpfen sehen, sondern die auch aufgestanden sind und haben versucht, sie zu pushen, ne? Ja, das ist unbedingt notwendig. Zuschauer braucht man nicht, wenn wir 3-0 vorn liegen. Die Zuschauer brauchen wir, wenn die Mannschaft es schwer hat, wenn sie Widerstände zu überwinden hat. Dann ist es der Zuschauer, der Faktor, der unbedingt einbezogen werden muss. Und das glaube ich eigentlich auch, dass bei einem WM-Spiel das passieren wird. Das hier ist ein Freundschaftsspiel gewesen, noch in der Vorbereitung. Und Zuschauer sind gewohnt, hier in Leverkusen wahrscheinlich zu reagieren, kann ich nicht beurteilen. Aber bei der WM hoffe ich für uns alle, dass es besser aussieht. Na, ich finde, das hat man schon gemerkt. Und wer beim Confederations Cup diese Euphorie gespürt hat, der weiß, dass das eigentlich nur der positive Faktor sein kann, das Publikum hier. Sie haben eben schon viele Punkte angesprochen, die noch nicht so liefen. Bleibt aber nicht vielleicht erstmal so als Grundresümee, dass die Mannschaft überhaupt zurückgekommen ist? Ja, natürlich. Das haben ja auch alle erwähnt. Das ist positiv. Das wäre aber auch ganz schlecht, wenn es nicht passiert wäre. Wenn die Mannschaft sich hätte gefügt in einen 2-0-Rückstand und hätte aufgegeben, dann müssten wir uns wirklich ernsthafte Sorgen machen um diese Mannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass das passiert ist. Es ist zu loben, dass es passiert, Gott sei Dank. Aber wir müssen einfach besser Fußball spielen. Das ist nicht das etwas, was ausreicht. Und ich kann nur sagen, hoffentlich sind die Argumente, die jeder zu Recht für sich beansprucht, dass die Beine schwer sind, dass das der Grund war, heute so zu spielen. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht war, keineswegs. Das Tempo war teilweise sehr hoch. Dass man sagen kann, nein, das ist etwas, worauf wir zurückgreifen können bei der WM. Weitere Argumente sollten wir jetzt hören bei Monika Lierhaus mit Jürgen Klinsmann. Ganz genau, Gerd Delling, der Bundestrainer ist da. Jürgen Klinsmann, wie groß war die Erleichterung, als Bastian Schweinsteiger den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte? Ja, was heißt Erleichterung? Natürlich ist es einem wohler, wenn man dann so ein Spiel nach 2-0 Rückstand noch ausgleicht, wenn man es vielleicht sogar noch gewinnen könnte. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt 2-1 ausgegangen wäre für Japan, hätte uns das zwar gewurmt, aber es wäre dennoch kein Beinbruch gewesen. Für uns war es ein sehr wichtiger Test. Und die Erkenntnisse daraus, natürlich, dass wir zum einen im Defensivverhalten zu viele Chancen zugelassen haben für die Japaner. Hätte also in der Halbzeit schon 2-0 zurücklegen können. Auf der anderen Seite aber auch wollten wir sehen, wie die Mannschaft imstande ist, das Tempo beizubehalten. Und das hat sie ja gemacht über 90 Minuten hinweg. Das hat uns eigentlich positiv überrascht, weil wir zwei sehr intensive Wochen hinter uns haben. Und so gibt es ein paar positive Fazite und ein paar negative. Klingt jetzt fast ein bisschen so, als ob es Ihnen mehr oder weniger egal gewesen wäre. Jedenfalls, als ob es Sie nicht so getroffen hätte, wenn es eine 1:2-Niederlage gewesen wäre. Gerade im Hinblick auf die Stimmung im Land ist diese Aufholjagd doch sehr wichtig gewesen. Nein, jedes Ergebnis ist wichtig. Selbstverständlich. Es ist ein Länderspiel und es hat dementsprechend auch eine bestimmte Messlatte bei uns. Auf der anderen Seite wussten wir, wir machen jetzt 3 Testspiele innerhalb von einer Woche. Und da wird nicht immer alles klappen. Und gerade in der Feinabstimmung, im
Passspiel haben wir zu viele Fehler gemacht, in der Rückwärtsbewegung haben wir zu langsam umgeschalten und was uns auch nicht gelungen ist, waren einfach auf die zweiten Bälle loszugehen, die beispielsweise ein Lukas Podolski oder Miro Klose, auch Micha Ballack teilweise abgelegt haben, da kam dann keiner nach. Zum einen, weil er die Frische nicht hat und auch gedanklich nicht dabei ist. Und das sind alles Dinge, die werden wir natürlich bearbeiten und versuchen abzustellen. Inwieweit beunruhigt Sie dieses Defensivverhalten, das Abwehrverhalten, wo offensichtlich noch große Defizite da sind? Es sind ja nur noch 10 Tage. Also große Defizite. Ein Gegner wird immer Chancen haben. Es wird keine Spiele geben, wo der Gegner keine Chancen hat. Zudem sind sie auch zu gut. Also wir spielen jetzt auch eine Weltmeisterschaft und da ist Japan mit dabei. Das ist der Asienmeister. Und man kann nicht erwarten, dass man ein Spiel macht, wo die gar keine Torchancen bekommen. Natürlich wäre es uns lieber, wenn es ein paar weniger wären. Also anstatt 5, 6 Hochkarätige, dann lieber nur 2. Aber so ist es nun mal. Wir arbeiten dran und die Abstimmung, so haben wir es auch gesehen, in der ersten Halbzeit hat dann immer besser funktioniert bei Christoph Metzelt und auch per Mertesacker. Dann kam eine leichte Verletzung beim Metze mit hinzu und haben wir gesagt, da gehen wir absolut kein Risiko ein. Das war auch richtig so. Das war auf Ratschlag von Dr. Müller-Wohlfahrt. Und wir werden weiter intensiv daran arbeiten und das Beste machen. Nach den heutigen Erkenntnissen, ist das noch eine Variante Bernd Schneider hinten rechts in der Viererkette? Ja, sonst hätte er da nicht gespielt. Es ist eine Variante, es ist auch eine Variante eventuell Thorsten Frings, aber die erste Variante ist Arne Friedrich. Arne Friedrich hat jetzt 2 sehr harte Wochen hinter sich, hat alle Testspiele bis heute praktisch durchgezogen und wir haben natürlich auch gesehen beim Spiel gegen Luxemburg, dass ihm ein bisschen die Luft ausgeht, dass er eine Pause braucht und deswegen haben wir das heute auch gesagt, Arne, jetzt fährst du mal ein bisschen runter und wir lassen den Bernd dort spielen, um auch zu sehen, wie das dann funktioniert. Wir haben auch Michael Ballack in einer anderen Rolle spielen lassen, um auch zu sehen, wie das funktioniert. Dafür sind diese Testspiele da. Also deswegen brauchen wir sie. Jens Nowotny hat eben gesagt, der Jürgen Klinsmann hat die Mannschaft schon im Kopf, insbesondere was die Abwehr angeht. Steht sie tatsächlich? Natürlich haben wir unsere Gedanken schon ziemlich gereift. Auf der anderen Seite müssen wir auch bei diesen Spielen noch ein paar Dinge ausprobieren und müssen sehen, wie sich der eine oder andere verhält. Und wenn einer positiv auffällt, auch im Training, dann müssen wir das honorieren. Und so tun wir das in diesen 3 Testspielen, variieren da noch ein bisschen. Und dann die Elf, die gegen Costa Rica auflaufen wird, das wird die sein, von der wir felsenfest überzeugt sind, dass sie Costa Rica schlagen wird. Sie haben sich dieses Spiel nicht gewünscht, dieses Testspiel gegen Japan, auch weil Sie vielleicht wussten, dass zu diesem Zeitpunkt die Mannschaft gegen eine so laufstarke und technisch starke Mannschaft nicht wirklich gut aussehen kann? Nein, es war einfach so, aufgrund der Gruppenkonstellation hätten wir uns lieber einen Gegner gewünscht, der vielleicht ein bisschen ähnlich zu Polen ist. Also wir haben Kolumbien uns rausgesucht, weil sie ein ähnliches System spielen wie Ecuador. Und es war aber so, dass dieses Freundschaftsspiel mit Japan quasi das Rückspiel ist von der Asienreise, die wir vor 1,5 Jahren machten. Und die Japaner haben sich verweigert, letztendlich das Spiel nach der WM zu verlegen. Da haben wir das so akzeptiert, das ist kein Problem. Man hat heute bei Kolumbien gegen Polen gesehen, dass die ganz schön zulangen, dass sie sehr körperbetont spielen. Mhm. Inwieweit schicken Sie da tatsächlich die erste Garde raus? Oder sagen Sie da, Mensch, da schonen wir vielleicht unsere Spieler? Nein, also schon können wir jetzt niemand mehr. Also wir wollen ja Kolumbien spielen, weil sie einen ähnlichen harten Rhythmus spielen wie auch Ecuador. Und das werden wir sehen. Natürlich wünschen wir uns da keine Verletzung, das ist ganz klar. Aber diese Spiele sind wichtig, um auch körperbetont dort ein Gefühl zu bekommen, was bei der WM auf uns zukommen wird. Bei der WM, das werden dann vor allem die ersten 3 Gruppenspiele, da wird es heiß zur Sache gehen. Da wird um jeden Meter wird da gefightet. Ganz konkret, woran werden Sie jetzt noch arbeiten, so kurz vor der WM? An den Standards vielleicht auch? Ja, jetzt werden wir dort mehr in die Feinarbeit gehen, was die Standardsituation betrifft. Und wir werden Trainingsspiele machen, die uns nach wie vor taktisch besser schulen. Also auch in der Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen haben wir da, glaube ich, auch in Genf einen guten Grundstein dazugelegt. Und wir werden den Rhythmus hochbehalten, damit sie richtig fit werden. Wie groß ist Ihr Optimismus so kurz vor der WM? Ja, wir trauen uns was zu. Wir haben eine Mannschaft, die ich denke auch heute hat gesehen, sie hat Charakter, sie hat eine positive Körpersprache gehabt, selbst nach dem 2-0. Manche lassen da gerne mal ein bisschen zu den Kopf hängen, das war überhaupt nicht der Fall. Also man hat auch Michael Ballack gesehen, komm, macht jetzt nichts, jetzt steht es halt 2-0, probieren wir noch das Beste. Und da werden wir die Dinge verfeinern und feste arbeiten. Dabei viel Spaß und viel Glück. Dankeschön, Jürgen Klinsmann. Dankeschön. Gerd Delling, bitte.
Ja, vielen Dank, Monika Lehaus, Jürgen Klinsmann. Und das klang durch. Sie bleiben dran. Fitness, der ganz wichtige Grundstein, hatten wir vorher schon besprochen. Ich glaube, es ist richtig, dass man da nachsetzt, wenn gleich nach diesem Spiel vielleicht auch mal eine kleine Pause angebracht ist, oder? Nein, nein, dieses Spiel, die Fehler resultieren sehr, sehr oft, das hat man in den anderen Vorbereitungsspielen auch gesehen, aus fehlender Fitness. Das passiert schon mal. Mhm. Die Feinabstimmung muss verbessert werden. Wir sind teilweise nicht kompakt genug gestanden mit der Abwehr und dem Mittelfeld, wo sehr vieles verhindert werden kann. Das ist etwas... Wenn Sie gerade bei dem Gedanken sind, können wir uns vielleicht sogar aus der 53. Minute die Szene anschauen. Die passt nämlich genau dazu. Da fehlt die Ordnung in der Hintermannschaft. Da lässt man den Japaner so hinter dem Rücken der Deutschen weglaufen. Das ist sehr schlecht gewesen. Erstklassig reagiert von... Und Schneider hier, deswegen haben wir es da mal angehalten. Schneider verlässt seinen Gegenspieler, wirft sich da rein und macht damit eigentlich erst den Weg frei. Also Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, die Variante mit Schneider ist nicht so aus Ihren Augen die verheißungsvollste. Ich halte sie nicht für die 1A-Lösung. Schneider kann uns im Weg nach vorn, im Aufbau unseres Spiels, kann er uns mehr helfen, als dass er da drüben in der Verteidigung eine Rolle spielen wird. Er ist kein typischer Abwehrspieler. Da muss etwas Besseres gefunden werden. Wir hatten gedacht, nach dem Seitenwechsel geht es dann noch weiter, weil sich das positiv entwickelte innerhalb der ersten Halbzeit. Aber stattdessen ging es weiter für die Japaner zum 1:0 in der 57. Minute. Da sieht man, wie schnell die sich lösen von hinten, auch mit sehr vielen Spielern, die weite Wege gehen. Da sieht man den Fehler von Nowotny, weil er steht einfach viel zu weit weg von seinem Gegner, um da eine Chance haben, ihn abseits zu stellen. Ja. Ja? Aber der ganz positiv muss man auch in diesem Fall mal sagen, der Takahara, der deckt erst hinten noch mit und sprintet dann ganz vorne durch. Sie sind bereit, ganz viele Wege gegangen zu sein. Sie haben diese Physis. Aber ich wollte noch etwas zu Nowotny sagen. Er hätte sich auf das Laufduell einlassen müssen, anstatt da auf Abseits zu stellen, weil er war gute 2,5 Meter, 3 Meter, 2,75 Meter weg. Noch gut die Kurve bekommen, aber trotzdem, der hat das ja auch gerade sehr selbstkritisch gesagt. Und was ich sehr bemerkenswert und auch richtig fand, er hat auch gesagt, er kam da gerade rein, dann ist das sofort passiert. Für mich heißt das umgekehrt, wenn man mit Nowotny spielt, dann muss man eigentlich mit ihm einspielen, oder? Oder hat das sonst einen Sinn? Könnte Nowotny jemand sein, den man bringt, weil man denkt, gerade läuft es nicht so gut? Das ist bisher nicht passiert. Das kann man vielleicht auch gar nicht verlangen. Das erfordert eine ganz große Abstimmung. Gerade die beiden Innenverteidiger sind das Herzstück, was unbedingt funktionieren muss. Einer dieser beiden Abwehrspieler muss Kommandos geben. Er muss bestimmen, wann rausgelaufen wird, wann aufgeschlossen wird zum Mittelfeld, um die Räume eng zu machen. Und das traue ich Nowotny in diesem Augenblick noch nicht zu, weil er ist, wie gesagt, das hat er ja selbst erkannt, frisch hinzugekommen. Und diese Position und vielleicht auch die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft besitzt er noch nicht. Aber hat es dann nicht trotzdem nur eine Chance mit ihm, wenn man sagt, jetzt volle Kraft voraus, wir trainieren das, du bist jetzt immer dabei, wenn man den hinten dran hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man hinten steht, dann, so wie in dieser Partie, quasi die Lösung versucht. Aber lieber junger Freund, man kann so viel trainieren. So nicht? Nett waren Sie noch nie zu mir. Nein, jung und ja immer Freund. Nur, wenn Sie Unsinn erzählen, dann bin ich mal freundlich zu Ihnen. Aber so großer Unsinn war es auch nicht. Training ist nicht Spiel und das hat man natürlich heute auch gesehen. Vielleicht hat alles im Training geklappt und Sie haben das erstklassig gemacht, aber hier im Spiel sieht es völlig anders aus und da hat er sicherlich Rückstände in Nowotny, aber man muss auch sagen, wir haben auch nicht so eine große Auswahl. Habe ich ja verstanden, aber Sie haben mich immer noch nicht verstanden. Aber es macht nichts, das kennen wir ja. 2:0 für die Japaner. Und das war so der Zeitpunkt, als man nicht darauf wetten konnte, dass die deutsche Mannschaft noch mal zurückkommt. Denn die waren so quicklebendig, kombinierten da frisch, frei, wurden nicht gestört. Ja, das ist genau der Punkt. Sie wurden nicht gestört. Man lässt das also zu. Da hat die Kraft gefehlt oder der Wille, da die Japaner auch zu stören, zu attackieren. Man lässt sie spielen und dann wird es dann irgendwann natürlich auch bei diesen guten Fußballern. Hier ist es so, dass der natürlich nie den Ball behalten darf. Weil er, glaube ich, gibt ihm den Ball zurück. Er springt unglücklich wieder zurück zu ihm. Aber das darf nicht passieren, dass er den Ball behält und schließt da wunderbar ab. Michael Ballack hat darauf hingewiesen, Beine ein bisschen schwer. Das
kann man, glaube ich, auch so annehmen. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, Michael Ballack in guter Form ist ja unersetzlich für diese Mannschaft. Aber so eine Form wie heute darf er auch nicht lange haben. Nein, ist nicht gut genug für diese Mannschaft. Kann er auch nicht mit zufrieden sein. Er muss wesentlich mehr bringen, hat dieses Potenzial. Und muss dieses während der Weltmeisterschaft unbedingt abrufen. Wir brauchen, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen erstklassigen Ballack, um die Mannschaft weiterzubringen. Das, was heute passiert ist, reicht nicht. Und die Mannschaft kam ja noch zurück. Es gab noch die Szene zum 2:1. Standardsituation, haben wir gerade gehört von Jürgen Klinsmann, werden in den nächsten Tagen geübt. Diese hat schon ganz gut funktioniert. Eine von unseren Stärken, Standardsituationen zu verwerten. Das bin ich sicher, dass das im Training sehr, sehr intensiv geübt wird. Aber ganz stark gemacht von Klose, von dem man heute leider nie so viel gesehen hat, wie er zu leisten imstande ist. Nein, auch keine gute Leistung. Wurde auch viel zu viel durch die Mitte gespielt. Letzten Endes mit der Brechstange auch zeitweise versucht, viel zu hektisch. Das ist keine gute Lösung gewesen. Dann geht es halt mit Standardsituationen, manchmal mit Eckbällen, Freistößen. Da hat Ballack noch gefehlt. Normalerweise hat er auch 1, 2, 3 Chancen im Spiel mit seinem Kopfballspiel. Das wird uns sicherlich auch weiterhelfen, vor allen Dingen in solchen Situationen, wo man wie heute 2:0 zurückgelegen hat. Borowski war zu dem Zeitpunkt schon draußen. Trotzdem fand ich, er hatte einige Flüchtigkeitsfehler heute. Ja. Vielleicht auch aufgrund der Situation momentan. Aber könnte das funktionieren, Ballack und Borowski? Es gab schon, soweit ich mich erinnere, recht gute Spiele, wo beide gespielt haben. Borowski hat sich immer näher herangearbeitet an die Nationalmannschaft. Er ist wirklich eine erste Option auf alles. Netzer, Overath hat ja ab und zu auch sogar mal funktioniert. Nein, allerdings so selten, dass wir uns das der deutschen Mannschaft nicht wünschen. 2:2, 80. Minute. Da war nicht alles wieder gut, aber ich glaube schon, dass das eine ganze Menge Selbstbewusstsein gegeben hat. Ja, sie haben sich vor allen Dingen eine ganze Menge Ärger vom Hals gehalten, weil hier eine Niederlage gegen Japan hätte man vielleicht nicht so recht verstanden. Man wäre sogar vielleicht enttäuscht, weil die Euphorie wächst von Tag zu Tag. Und man glaubt inzwischen an diese Mannschaft. Man glaubt, dass sie hier etwas Großes leisten kann. Und dann hier 2:0 vielleicht oder 2:1 zu verlieren, hätte schon zu denken gegeben für die Mannschaft. Besser so, dass es wenigstens ein Unentschieden war. Man weiß, dass man eine ganze Menge noch zu tun hat. Aber wenigstens hat man nicht verloren. Einen letzten Satz noch zu David Odonkor. Sie haben ihn da laufen sehen und dann haben Sie gesagt, Mensch, der ist ja wild dabei. Aber auf der anderen Seite war das die Phase, als die Köpfe doch ziemlich tief hingen. Der hat ein bisschen Wind reingebracht. Ja, das wird auch passieren, das kann auch passieren. Er ist akzeptiert bei den Zuschauern, weil er so schnell ist. Er bringt da Wind hinein, bringt auch Unruhe hinein. Seine erste Aktion war die, dass er in den Strafraum eingedrungen ist, was ja schon mal sehr, sehr gut ist, was uns gefehlt hat in unserem Spiel. Hat dann von der Bundesliga gewohnt, sich gleich auch fallen lassen, um einen Elfmeter zu schinden. Und wurde dann, gleich schon mit Gelb bestraft. Das war seine erste Aktion. Er ist noch nicht so weit. Er hat sich im letzten Jahr enorm verbessert in seinem Verein. Seine Schnelligkeit kommt ihm sehr zugrunde. Das ist ein wesentliches Merkmal, ist auch ein Asset, was er besitzt. Aber Asset auch noch. Ja, verstehen Sie natürlich nicht. Ich entschuldige mich auch für dieses Wort. ich habe ja auch Hunger. Nein, nein. Gut. Es ist so, dass ihm nach wie vor fehlt die Ruhe. Die Ruhe am Ball, wenn er dann mal an der Außenlinie steht, den Kopf hoch zu machen und dann einen Rückpass spielt auf einen Mitspieler oder aber irgendwen einsetzt, der mit dem Kopf verwerten kann. Das wird kommen. Wir alle müssen hoffen, dass es kommt. Dass es während der Weltmeisterschaft kommt, ist kaum zu erwarten. Aber es wird in seinem Verein, wird es irgendwann passieren und dann haben wir einen erstklassigen Spieler. 2:2, das war insgesamt doch am Ende dann noch einigermaßen versöhnlich, wenn auch ein bisschen glücklich, dieses Unentschieden gegen die Japaner. Trotzdem sollten wir mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und wenn Sie das jetzt tun, dann könnte Ihnen das sogar was bringen, unser Gewinnspiel. Das Gewinnspiel im Ersten mit Mercedes-Benz. Sternstunden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Erinnern Sie sich? Bierhoff kann sich durchsetzen. Kuba! Oliver Bierhoff.
Bierhoff durch das erste Golden Goal. Erleben Sie Ihre persönliche Sternstunde und gewinnen Sie die neue Generation der E-Klasse. Genießen Sie ein neues Gefühl der Sicherheit dank dem Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion und dem vorbeugenden Sicherheitssystem Pre-Safe. Sie müssen sich nur an folgende Sternstunde erinnern. In welcher japanischen Stadt stand Deutschland 2002 im WM-Finale? War es A. Sapporo, B. Yokohama oder C. Osaka? Rufen Sie an unter 01376 89 89 80 oder schicken Sie eine Postkarte an die ARD in 20788 Hamburg. Kennwort Fußball Sternstunden. Oder gehen Sie online unter sportard.de. Ja, ich denke, es war ganz klar B. Ich glaube, es war A, oder? Tja, und gleich wollen wir natürlich noch mal sehen, was die anderen Vertreter gemacht haben. Zum Beispiel England, aber auch Argentinien haben wir noch in einer Zusammenfassung im Programm. Zunächst vielleicht der Blick auf unsere Gruppengegner. Die haben heute auch gespielt, wenn sie später dazugekommen sind. Eine kurze Zusammenfassung von den Spielen. Tschechien gegen Costa Rica und der Niederlage der Polen gegen Kolumbien. Da waren wir schon gespannt, wie da die Reaktionen ausfallen. Zusammengefasst alles von Holger Sauer. Eine echte Fußballrarität. Ein Diver vom Torhüter. Der Herr heißt Luis Martinez. Der 23-Jährige sorgte für den Paukenschlag beim Freundschaftsspiel gegen Polen. Sein Abschlag in der 63. Spielminute wurde länger und länger. Sein polnischer Kollege auf der Gegenseite, der eingewechselte Thomas Kuszak, sah dabei, sagen wir, glücklos aus. Dieser kuriose Treffer zum 2:0 Zwischenstand passte zum gesamten Spiel der polnischen Nationalmannschaft heute Abend. Das ist sicher ein Tor, das um die Welt geht. Das ist was Besonderes so von Tor zu Tor. Und auch ein einzigartiger Moment in meiner Karriere. So gab es Pfiffe von den polnischen Fans. Nationaltrainer Pavel Janas steht in der Kritik. Die Leistung des deutschen Gruppengegners war blamabel. Die Kolumbianer, nicht für die WM qualifiziert, gingen bereits in der 19. Spielminute durch diesen abgefälschten Freistoß von Freddy Guarin in Führung. Da stand übrigens noch Arthur Boruk im polnischen Tor. Der aber keine Chance hatte, denn Elkin Murillo fälscht den Ball unhaltbar ab. Ja, natürlich sind wir alle enttäuscht, vor allem die Zuschauer. So ist das manchmal. Wir haben heute nicht so gut gespielt, haben zwei Tore kassiert, leider haben wir verloren. In der Nachspielzeit gelang Irenius Jelen zwar noch der Anschlusstreffer zum 2:1 Endstand, doch der negative Eindruck einer schwachen polnischen Mannschaft bleibt haften. Die Kritik am Coach wird stärker, vor allem an der Torhüternominierung. Für Kolumbiens Torhüter Luis Martinez hingegen war es ein richtig netter Abend. Wenig Erhellendes zeigte auch Deutschlands anderer Gruppengegner Costa Rica gegen Tschechien. Kein Wunder, Coach Alexandre Guimarães ließ eine 3-6-1-Formation auflaufen, die bekanntlich wenig begeisternde Offensivaktionen provoziert. So stürmten nur die Tschechen, die sich gegen die Abwehr Costa Ricas sehr schwer taten. Marek Heinz auf David Rosenthal. Trotzdem stand zur Pause nur 0:0, notierte auch ein enttäuschter Karel Brückner. In der 74. Spielminute hatte Costa Rica eine Chance per Freistoß von Ronald Gomez. Mehr gab es nicht von den Ticos. Ein Tor gab es trotzdem noch zu bewundern. Der eingewechselte Vratislav Lokvenc schaffte in der 83. Spielminute den verdienten 1:0-Siegtreffer. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Tschechen. Costa Rica gegenüber anderen Testspielen leicht verbessert, aber nicht wirklich gefährlich. Ja, wir haben wirklich etwas besser gespielt und keine simplen Fehler gemacht. Was uns jetzt noch fehlt, ist die nötige Ruhe und Abgeklärtheit, um auch zu Toren zu kommen. Chancen dazu hatten die Costa Ricaner allerdings heute keine.